Heute startet die neue Staffel und hier sind sie wieder, unsere Topmodels, eine schöner als die andere. Aber hätte man sie im Mittelalter, im Barock oder zur Jahrtausendwende auch als schön bezeichnet? Was früher als schön galt und warum wegen des Schönheitswahns sogar mal das Mehl in den Backstuben knapp wurde? Wir sagen es Ihnen. Wir schicken Galileo-Reporterin Carlotta Arnold auf Zeitreise. Welches Schönheitsideal war wann angesagt und warum? Auf Carlotta warten das verruchte Make-up der 20er, die Werbeindustrie der 60er, das steife Korsett im Barock oder die leidvolle Schönheitsprozedur im Mittelalter. Oh mein Gott, Mittelalter ist gar nicht mein Ding. Unsere Zeitreise beginnt in Sachsen, auf Burg Kriebstein. Willkommen im Mittelalter, genauer gesagt im 15. Jahrhundert. Damals prägt die Kirche das Schönheitsideal mit. Keusche Schönheit ist gefragt. Das zeigen Gemälde aus der damaligen Zeit. Viel Schminke oder Schmuck gelten den Kirchenleuten als unschicklich. Der Attraktivitätsforscher Ulrich Renz befasst sich seit 10 Jahren mit dem Thema Schönheit. Er weiß, mit großen Brüsten konnte man im Mittelalter schon mal nicht punkten. Auf diesem Bild ist eben das Figurenideal des Mittelalters abgebildet. Auffallend sind vor allem diese kleinen Brüste. Man hat sich alles Mögliche einfallen lassen, um die Brüste klein zu halten. Zum Beispiel wurde Taubenmist auf die Brüste geschmiert und meinte, dass man dadurch das Wachstum hindern könnte. Große Brüste sind eigentlich als Zeichen von niedriger Geburt, Unterschicht gewertet worden. Auch sehr gegensätzlich zu dem, was wir heute oder was manche heute als Schönheitsideal betrachten. Richtig, ja, richtig. Sowohl was die Oberweite angeht, als auch was ihren Bauch angeht. Ein gewölbtes Bäuchlein galt als schick. Vermutlich war es ein Zeichen des Wohlstandes. Und wie sah es mit Haut und Haaren damals aus? Für das mittelalterliche Beauty-Programm war die Kammerzofe ein Muss. Also ich muss zugeben, es ist verdammt ungewohnt, in so langen Gewändern rumzulaufen. Bin ich im Mittelalter schon ganz angekommen? Du hast immerhin, Carlotta, das, was im Mittelalter das wichtigste Schönheitskriterium war. Und das sind die blonden Haare. Und du hast diesen vornehmen blassen Teint. Bleiche Haut war ein Zeichen von hoher Geburt. Braune Haut hatten nur die Bauern draußen, die in der Sonne gearbeitet haben. Die Schönheiten im Mittelalter wurden häufig als heilige Figuren dargestellt, wie die Jungfrau Maria. Neben blond und bleich waren Locken voll im Trend. Als Lockenwickler dienten Streifen aus Leinenstoff. Die wurden in Eiweiß getaucht und mit dem Haar umwickelt. Eiweiß war sozusagen der Schaumfestiger des Mittelalters. Ich stelle mir das ja eigentlich eher brüchig vor, als dass es dann seidene Locken ergibt. Aber ich lasse mich mal überraschen. Übrigens, wer nicht blond war, versuchte mit Sonne oder Kälte das Haar künstlich aufzuhellen. Mit hellen Haaren und heller Haut verbanden die Menschen des Mittelalters Glanz und Reinheit. Das galt als schön. Also ganz ehrlich, es dauert ewig. Das hat Zeit gebraucht, das hat Geld gebraucht. Und deshalb ist es völlig klar, dass solche Anstrengungen für die Schönheit nur die Allerobersten machen konnten. Im einfachen Volk hat Schönheit eine Rolle gespielt, aber man hätte nie seine Zeit dafür verwenden können, sich so zurechtzubrezeln, wie du das machst. Und das war längst noch nicht alles. Was kommt jetzt? Augenbrauen zupfen? Haare zupfen? Mein Gott, Mittelalter ist gar nicht mein Ding. Warum werden einem denn die Haare ausgezupft? Da war die Mode der hohen Stirn dran. Das heißt, dass der Haaransatz ausgerupft wird. Dazu gehört übrigens auch, dass die Augenbrauen manchmal sogar vollständig ausgezupft werden. Manchmal sogar okay, wir müssen ja jetzt nicht Wimpern. So ganz hundertprozentig geschichtstreu sein. Die hohe Stirn soll der Frau ein keuscheres, reineres Aussehen verleihen. Wie hier bei dem Porträt eines jungen Mädchens aus dem Jahr 1470. Vermutlich sollte die hohe Stirn die Erinnerung an ein Kindergesicht wecken. Klar ist, die tägliche Schönheitsprozedur dauerte oft mehrere Stunden. Und sie war nur mit Hilfe einer Zofe möglich. Die Eliten bestimmten das Schönheitsideal. Oh, richtige Korkenzieherlocke. Okay, also ich würde sagen, Eiweiß erlebt 2015 sein Revival in Sachen Locken.
Der ganze Wirbel um die Schönheit begann aber schon viel früher. Bereits in der Antike gab es klare Vorstellungen, was schön ist. Bei den Griechen das Ideal für den Mann: ein kraftvoller, athletischer Körper, um im Kampf zu bestehen. Frauen dürfen etwas runder sein. Das Wort Kosmeo stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet schmücken. Und es gilt, wer schön sein will, muss leiden. Schönheitsmittelchen können auch mal giftig sein. Ein Extrakt aus Tollkirsche verhilft zwar zu den begehrten vergrößerten Pupillen, aber das Mittelchen führt manchmal zur Erblindung. Carlottas nächste Schönheitsstation, Barock. Die unbequeme Herrschaft des Korsetts beginnt. Für die nächsten 350 Jahre schnüren sich die Damen im Dienste der Schönheit die Luft ab. Du kannst echt froh sein, dass du ein Mann bist. Also Barockzeit war für Damen, ich sag mal, unbequem, um es mal diplomatisch auszudrücken. Jetzt hast du erstmal diesen Reifrock, um die Hüfte zu betonen, aber da kommen noch ein paar Schichten drüber. Das Ziel? Die perfekte Wespentaille. Insgesamt soll die Figur wie eine Sanduhr aussehen. Das wird im Barock zum Schönheitswahn. Diese Prozedur, die du jetzt durchmachst, hat die Frau von Stand jeden Tag nach dem Aufstehen über sich ergehen lassen. Und geschnürt wurde nicht nur einmal, sondern erstmal, halbe Stunde später nochmal und dann wieder in einer halben Stunde. Und so geht es den ganzen Vormittag. Und wieder ist es die Oberschicht, die das Schönheitsideal bestimmt. Ihr Ziel? Alles tun, um sich vom einfachen Volk abzuheben. Prunk und Protz, Schmuck und schicke, teure Kleider aus Seide oder Damast sind jetzt gefragt. Für die einfache Frau unerschwinglich. Wie schon im Mittelalter, auch im Barock total schick, die bleiche Haut. Dieses Schönheitsideal wird sich noch etwa 350 Jahre lang halten. Schöne Puder aus dem Supermarkt gab es damals noch nicht. Was haben die denn alles benutzt? Ja, man hat alle möglichen Mittelchen gehabt, um den Teint blass zu machen. Da gab es zum Beispiel Bleiweiß, was klar giftig war, was die Haut richtig abgedeckt hat. Oder einfach Mehl, aber Mehl in rauen Mengen. Es gab eine Zeit, in der ist so viel Mehl verbraucht worden, für kosmetische Zwecke der Oberschicht, dass Brot so teuer geworden ist, dass die Armen es sich nicht mehr leisten konnten. Während das Volk hungern muss, pudert die Oberschicht mit Mehl sogar ihre Perücken. Die hygienisch unangenehme Folge: Kriechtiere bevölkern die Haarpracht, die übrigens an manchen Höfen Pflicht war. Nach Stunden der Qual präsentieren sich die feinen Damen der Gesellschaft zum Tanze. Klar, da darf Tratsch nicht fehlen. Sitzt das Korsett? Bewegt sich die Dame richtig? Hat sie etwa zugenommen? Der Tanz ist das gesellschaftliche Ereignis par excellence. Und da will man sich natürlich präsentieren. Und dazu gehört, dass man Haltung zeigt, dass man Majestät zeigt, dass man seine Noblesse zeigt. Ja, das kann man auch gar nicht vermeiden. Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, mit einem Korsett hat man gar keine andere Wahl, als einen geraden Rücken und eine majestätische Haltung zu haben. Sprüht auf den ersten Blick nicht vor Erotik, aber diese Tanzveranstaltungen dienen den männlichen Teilnehmern als Anmachbörse. Der holden Dame nähert man sich vorsichtig auf dem Parkett. Kokette Blicke sind das höchste der Gefühle. Doch man blickt sich nicht nur in die Augen. Auf was haben die Männer denn damals ganz besonders geachtet? Das eigentliche Sexsymbol war die schlanke Fessel der Dame. Und die Frauen, die werden ja beim Mann bestimmt auch auf was geachtet haben, oder? Da auf die strammen Waden. Ja, das kann ich verstehen. Also, dass man da lieber ein richtiges Bein hat und nicht so dünne Storchenstelzen. Das langlebigste und unbequemste Schönheitsideal des Barock ist aber das unbequeme Korsett. Das bleibt den Damen bis Anfang des 20. Jahrhunderts erhalten. Beim Mann lösen graue Anzüge die bunten Seidenröcke ab. Schrill ist out, streng ist in. Um 1900 sehen Haltung, Kleidung und Frisuren alles andere als locker aus. Selbst zu Hause muss sich die Frau in der Kaiserzeit perfekt für den Mann stylen. Doch dann bringen die 20er Jahre eine wahre Schönheitsrevolution. Das Korsett ist weg, Frauen befreien sich von ihren Fesseln. Der Look und die Mode werden frecher, freier. Der Mann trägt eleganten Zwirn und gepflegten Schnauzer. Die Menschen experimentieren mit der Schönheit.
da hat sich seit dem Barock aber einiges getan, was die Schönheit angeht. Das vor allen Dingen, was das Hautzeigen angeht. Ich sehe mehr als die Fessel hier. Der Umbruch bezieht sich eben auch auf das Selbstbewusstsein und das Rollenbild der Frau. Sie traut sich jetzt was. Sie traut sich was in der Mode, aber sie traut sich auch was in der Erotik. Das und auch ganz unterschiedlich. Da wäre einmal das Modell elegante Dame. Auch sehr beliebt, die Verruchte. Bei ihr gehört das Rauchen zur neuen Freiheit dazu. Zu den Schönheitsexperimenten der 20er gehört auch viel Schminke. Smoky Eyes, also dunkle Augen und knallrote Lippen dominieren. Dieser Look ist auch heute wieder in. Bei den Haaren ist der Bubikopf-Trend oder die elegante Wasserwelle. Der verruchte Look, das Spiel mit der Erotik in der Öffentlichkeit, wird aber auch jetzt nur in gewissen Gesellschaftsschichten gelebt. Wie gefällt's dir? Ich finde es ganz schön so als Look, obwohl ich sagen muss, für mich persönlich im Alltag wäre es ein bisschen too much, aber es ist, also ich habe mich kaum wiedererkannt. Die 60er Jahre. Schönheit wird zum großen Wirtschaftsfaktor. Frauenzeitschriften, Kosmetikprodukte oder Schönheits-OPs. Es entsteht ein Massenmarkt. Schönheitsidole werden zahlreicher. Das Bild der Schönheit verändert sich schneller. Schön, schöner, am schönsten. Ich habe das Schönheitsheft. Da merkt man jetzt zum Beispiel an Anzeigen, dass da richtig Geld in den Markt fließt. Schönheitstipps rauf und runter. Da ist so richtig eben was losgetreten. Der Minirock kommt ja aus der Zeit, oder? Ja, der Minirock ist die Revolution der 60er Jahre, verbunden mit dem Namen Twiggy. Und Twiggy ist natürlich diejenige, die für den Jugendwahn steht, der in der Zeit wieder entstanden ist. Twiggy war extrem dünn, blutjunge 16 Jahre alt und galt als das Schönheitsideal der 60er Jahre. Es herrschte ein wahrer Hype um die Britin. Der Jugendwahn wurde Mainstream und hält bis heute an. Heute kann eine Frau mit 40 oder 50 sich genauso anziehen wie ihre Tochter. Aber in einem sind sie sich einig, sie wollen jugendlich aussehen, sie wollen glatte Haut haben, selbstverständlich. Und sie wollen vor allem nicht so aussehen vom Alter her, wie sie wirklich sind. Sie tun alles, um eben jünger auszusehen. Und dafür gibt es die Schönheitschirurgen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts führte Jacques Joseph heimlich eine nicht medizinisch notwendige OP durch, Ohren anlegen. 1920 korrigierte er schon regelmäßig unliebsame Nasen. Fett absaugen, Silikonimplantate, Metallstücke unter der Haut. Chirurgen werden immer kreativer. Neuer Trend auf dem Schönheitsmarkt, die Oberschenkellücke. Zwischen geschlossenen Oberschenkeln soll ein möglichst großer Freiraum sein. Weil anatomisch schwierig, helfen Botox und Fettabsaugen nach. Seit den 60er Jahren wächst der Schönheitsmarkt rasant. Inzwischen setzt allein die Kosmetikindustrie rund 13 Milliarden Euro pro Jahr um. In den 80ern entdeckt sie schließlich den Mann als Schönheitsobjekt. Wir haben jahrhundertelang über die Schönheit und den Kleidungsstil der Frau gesprochen. Was ändert sich denn für euch Männer in den 80ern? Naja, man sieht es ja an dir. Ja. Immer mehr Frauen spielen in der Wirtschaft eine Rolle, sind selbstständiger geworden materiell und hängen eben nicht mehr von uns Männern ab. Unser Marktwert ist sozusagen gesunken und deshalb müssen wir uns eben auch verstärkt um unser Äußeres kümmern. Wie äußert sich das denn bei den Männern? Ja, es gibt immer mehr Werbung für die Pflegeprodukte. Ja. Erstmal alles, was Richtung Schweißbekämpfung geht und dann natürlich auch um die Haut, um die Haare, ja, auch um die Fülle der Haare. Da wird eine Haartransplantation angeboten. Und der Schönheitsmarkt der Männer wächst weiter stark an. Zeit für unser Fazit. Schönheit wird zu früheren Zeiten immer von oben diktiert. Nur die Elite kann sich Schönheit leisten. Das ist ein großer Unterschied zu heute. Heute ist Schönheit demokratischer. Der Trend kommt von der Straße und ist individueller.